ist das? Ja, die Gundela, die wollte das auch mal sehen. Ja, okay. Für die Gundela mal im Privatismus hier. Komm, ich stell die mal eben hier ab, weil die sind so heiß. Boah. Aber ich kann die ja mal so lose lassen. Also das sind jetzt die, warte mal, die sind so heiß, die muss man ganz schnell. Das war aus der ersten Klasse. Das ist der Migrationskurs, also Flüchtlingskinder und deutsche Kinder gemischt. Und das ist jetzt hier. Oh, boah, das heiß. So. So, guck mal, das waren so Fratzen. Ich glaube, irgendwie einen habe ich vorgemacht. Aber guck mal, hier vor den Nähhaken hier zum Beispiel. Das sieht doch super aus. Das ist von der kleinen Pauline, ein kleines Teil hier. Das war der Florian. Dann das hier ist von dem Ali. Der Ali ist auch ein syrisches Kind. Hier auf jeden Fall Najem. Den hatte ich schon letztes Halbjahr und der hat sich ganz toll entwickelt. Und dann habe ich hier, das ist von der Pauline auch. Das ist im Grunde hier von demselben Kind hier. Da kannst du der Gundula sagen, die Kinder malen die mit Acrylfarbe gegebenenfalls an, wenn die Spaß daran haben. Ne? Guck mal, und hier, so ganz süß hier, ne? Guck mal, dieser Drache. Habe ich ein bisschen ausgehöhlt, nachgeholfen, damit der nicht platzt im Ofen. Das ist auf jeden Fall als Reptil für einen Erstklässler ganz toll. Hier, das ist ein Alessandro, der das gemacht hat. Das war von mir, das war ein Anschauungsding. Und das kriegt ein Kind geschenkt, und zwar der Bark hier, macht ganz interessiert mit, ist auch ein Flüchtlingskind aus Syrien. Und der hier, guck mal, der ist auch von dem Najem. Das ist auf jeden Fall schon ganz beachtlich. Der hält sich an die Spielregeln genau. Und das ist Georgina, guck mal, die es im letzten Halbjahr so schwer hatte. Der Najem ist im Übrigen der Bruder von der Georgina, wusstest du das? Nein, die hast du, glaube ich, auch im Kurs. Ja. Und guck mal, ganz süß kann man an die Wand hängen. Und da ist so ein kleines Röllchen hier, auch von der Georgina. Das ist, glaube ich, so eine Teichrolle. Da hat ein Kind einen Schuhabdruck gemacht. Das durfte ein Kind exemplarisch vormachen. Hier vom Ali ist das. Der durfte den machen. Steht sogar drauf. Das ist die Kleine, wie heißt Lisa? Aus Ghana. Die ist auch in der ersten Klasse. Und guck mal, das hat direkt so ein Häuschen gemacht. Die malen wir natürlich auch an. Und dann haben wir hier noch, das ist natürlich auch für einen Erstklässler sehr individuell gesehener, sogenannter Stiftehalter. Ist natürlich nicht ganz realitätstauglich, aber für einen Anfang kann das durch ein schönes Anmalen auch zu so einem kuriosen Objektchen werden. Ne? Und dann hier ist ein Vulkan. Oh. Der ist vom Bark hier. Das ist ein Vulkan. Dann müsst ihr den ja auch noch zum Brennen bringen. Ja, da tue ich irgendwie was rein, dass der so ein bisschen raucht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und das ist ja nur der eine Teil. Das ist Bilal und den habe ich vergoldet, weil der fantastisch ist. Guck dir den mal an, wenn man den rundherum macht. Der ist ja auch schon älter. Den habe ich, hat er mir damals geschenkt. Kriegt der Sterne? Ja, ja, das ist ganz abgefahren. Deswegen, guck mal, wie der aussieht, ne? Wie der den gemacht hat. Aber jetzt kommt's. Da ist ja auch schon einer. So, diese Löffelchen. Dann das hier ist auch ganz süß. Das ist von der Georgina. Und die jetzt tatsächlich aufholt. Und da die Shagul, die kennst du auch, die syrischen Kinder, das waren die Shatya und die Shagul. Die waren beide so gut, dass die ein bisschen im Hintertreffen waren. Das war echt frustrierend. Es kann tatsächlich sein, dass jetzt, wo die weg sind, die Georgina da gar nicht unbedingt so drunter leidet, sondern im Grunde einen Vorteil hat, dass sie jetzt unbefangener arbeiten kann. Guck mal, die habe ich ineinander gestellt, damit die gegenseitig ihre Hitze übertragen und nicht springen. Guck mal, das ist wie ein Profischälchen. Ja. Und zwar von der Ella, erstes Schuljahr. Aber die hat das in einem Plastikschälchen angesetzt und beim Trocknen hat sich das vom Rand abgelöst. Ist also ein bisschen gefuscht. Und das ist auch von der Ella. Die ist ein geformtes Schälchen. Also sowas macht die auch. Ist auch perfekt. Aber auch super. Und das hier, dieses Schälchen hier, was hier nicht etikettiert ist, das ist zum Beispiel von der Hiba. Das sieht natürlich ein bisschen archaischer und ein bisschen gruseliger aus. Das ist aber geschirrspülmaschinenfest. Also ganz perfekt. Da sucht die Gundula mir aber bei den offenen Aldis mal ein bisschen beim Kuchen helfen, wenn ich dir jetzt hier so einen schönen Film mache. Da könnte man ja auch wirklich vielleicht mal zeigen, damit Leute sehen, was bei einer Woche mal eben so. Weil sowas entsteht hier innerhalb von einer Woche alles. Ein riesiger, hier, Georgina, das ist auch von der. Hier, das ist Jan. Bei Jan würde ich zum Beispiel jetzt mal einfach nachfragen, ob der Jan vielleicht Linkshänder ist. Das hat was mit diesen Hirnhälften, mit dem Rechts- und Linksdenken zu tun. Ich kann ja auch schließend Spiegelschrift schreiben als Linkshänder. Da wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man was nachglasiert. Das ist unsauber geworden hier. Ne?
Und das ist meine Schuld. Was heißt Schuld? Da wie Angst, ein irrationales Gefühl. Aber man könnte jetzt sagen, ich habe es verursacht. Das mache ich dem Kind noch zurecht. Und das dickste Schälchen hier, da mache ich ein Experiment. Das mache ich dir mal vor. Da stelle ich mich drauf, um den Kindern zu zeigen, so haltbar ist das Lebensmittel echt. Du kannst da ganz süß so kleine Sachen, so Antipasti oder so, kannst du damit so naschen.